Hallo ihr Lieben, hier ist Abo von Lavabo. Wir machen heute weiter mit unseren Gegnern und stellen uns heute einen stationären Feind. Ich habe dafür mal das Level ein bisschen länger gemacht, damit ich ein bisschen mehr Platz für neue Sachen habe. Und als erstes erstellen wir uns ein neues Objekt. Ich nenne das jetzt einfach mal Feind 2. Und werde jetzt hier einfach mal eine Pflanze benutzen, da wir jetzt ja sowieso schon Pflanzen haben. Und einmal jetzt hier so ein Stängel. Ein paar Blüten ran, ein paar Blätter natürlich. Und jetzt noch da, wo die Kugel drüber gerieft werden soll. Und drück Speichern und geht hier auf Punkt bearbeiten. Und definiere mir einen Punkt, indem ich jetzt hier einfach mal den roten Punkt nehme und mir dann hier einen neuen Punkt erstelle. Den nenne ich jetzt einfach P1 für Punkt 1 und kopiere mir jetzt die Daten von da oben nach hier unten und setze den hier oben wieder auf 0. Damit haben wir jetzt hier einen neuen Punkt. Drücken jetzt auf Schließen, Anwenden und jetzt erstelle ich mir noch dazu eine neue Sprite und zwar eine Kugel. Und die ändere ich jetzt mal um in 23 mal 23 und fülle die jetzt komplett aus, rot, und tue dann an der Seite jetzt immer ringsherum so eine Bahn wegnehmen. Jetzt tun wir uns hier noch so eine Viereck überall aus. Na? Da war das vorhergehende schon falsch. So. Und setzen wir uns jetzt in der Mitte noch einen Punkt. Mache ich einfach mal das Blaue. Ja. Drück auf Speichern und versetze jetzt hier auch den Punkt. Aber dann nehme ich den Hauptpunkt. So gesagt, und setzt den in die Mitte. Und wir hatten ja 23 sind 11,5 und 11,5. Somit ist der Punkt in der Mitte. Dann drücken wir Anwenden. Jetzt ziehen wir jetzt schon mal den Feind hier rein. Und jetzt gehen wir hier rein und erstellen uns jetzt, was wir dafür brauchen, sagen, wenn der Spieler Abstand zwischen Objekt Feind 2 400 beträgt, sollte also unter 400 sein, dann soll die Kugel erstellt werden und zwar bei Feind 2 Point X, dann in Anführungszeichen Punkt 1. Das gleiche für Y, da können wir uns das reinkopieren, einfach Y dann nehmen und drücken OK. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, seht ihr, da ist die Kugel so gesagt direkt mittig drüber. Und wir sagen jetzt, dass die Kugel halt dann eine Kraft hinzugefügt bekommt. Wir können jetzt zwar auf das Objekt gehen, also auf den Spieler bewegen lassen, aber da wir jetzt ja schon schlechte Erfahrungen damit hatten und man weiß ja nie, ob man dann was Ähnliches hat oder so, dann nehmen wir mal die Position, das geht auch. Das haben wir Spieler X und Spieler Y und zwar mit 40 zum Angucken und dauerhaft. Jetzt gucken wir uns das an, jetzt müssten die eigentlich hintereinander wegkommen und ihr seht, die gehen jetzt hoch links in die Ecke, weil da oben ist 64. Unser Punkt meine ich natürlich bei 0 und wir müssen jetzt hinzufügen bei Y plus 64. Und wenn wir das jetzt testen, müsste das eigentlich direkt auf uns zulaufen. Ihr seht, das funktioniert, aber ihr seht, jetzt kommt natürlich ein langer Strahl, so gesagt. Und das beheben wir, indem wir jetzt sagen, dass wir hier einen Timer starten, 9, und den nehmen wir
abgekürzt einfach mal Feind-2-Timer, F2T, und sagen hier vorne bei der Bedingung, dass das nur funktionieren soll, wenn dieser Timer 5 Sekunden ist. Können wir uns erstmal 5 Sekunden anschauen und dann der Timer-Name. Und wenn wir jetzt machen, wird erst, wenn der Timer 5 Sekunden rum ist, das gerießt, dann fliegt in unsere Richtung. Wie gesagt, die Werte könnt ihr ja jederzeit anpassen. Das sind jetzt hier nur als Beispiel gedacht. Und ihr seht, jetzt kommt die immer in Abständen, wo man dann halt auch rüberspringen könnte oder was man halt damit machen will. Wir erweitern die Bedingungen jetzt und sagen, wenn der Spieler eine Kollision hat mit der Kugel, dann soll die Variable Hertz subtrahiert werden mit 1. Und wir müssen dann direkt die Kugel auch löschen, weil sonst kriegt man durchgehend Schaden. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, seht ihr, dass die Kugel angeflogen kommt. Und jetzt bekommen wir auch den Schaden. Und somit haben wir unsere erste stationäre Feind erstellt. Und hier können wir natürlich jetzt noch vieles ändern. Wir können jetzt sagen, statt die 40 an Geschwindigkeit ist es zum Beispiel 100. Wenn es zum Beispiel was ist, was weiter weg ist oder so. Aber entsprechend schneller ist natürlich dann auch die Kugel. Ihr seht, jetzt kommt die wesentlich schneller. Und es hat mich aber erwischt. Und ihr könnt natürlich auch sagen, dass es alle eine Sekunde rauskommt, aber das werde ich natürlich jetzt nicht überleben. Weil jetzt kann man ja kaum reinspringen. Wiedersehen. Okay. Also wie gesagt, die Werte könnt ihr euch jederzeit anpassen, wie ihr es braucht. Wir werden dann in der nächsten Folge was uns erstellen, dass wir uns wehren bzw. davor schützen können. Und würden natürlich dann auch hier nochmal schauen, wie wir da die Werte anpassen, dass es dann wirklich zwar schießt, aber nicht so oft. Man muss ja auch die Chance haben, ranzukommen. Und wie man das dann deaktivieren oder vernichten, das können wir uns immer noch anschauen. Das wird dann so in den nächsten Folgen passieren. So, damit ist der Teil für jetzt erstmal fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.